Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben einen neuen SCB-Verse Report, mitten im August jetzt angekommen. Ja, kurz vor der Gamescom. Ja, wir sind auch voll in der Vorbereitung. Das heißt, gleich zu Anfang mal geschossen, wir werden jetzt wirklich bis zur Gamescom uns wirklich darauf konzentrieren. Das heißt, auf dem Channel werden zwar Videos weiter von uns kommen, aber so große Formate wie Showcases oder ähnliches, das machen wir dann, wenn die Gamescom durch ist. Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich up-to-date behalten, was bei Star Citizen passiert ist. Ja, und eigentlich dachten wir, wir können euch diese Woche darüber berichten, dass der Patch 2.5 live ist. Ist er leider noch nicht. Nein. Also wir müssen noch etwas geduldig sein. Das Ganze heißt also, er ist immer noch bei den Evocati-Testern. Und ja, wird nicht da... Nicht mal im regulären PTU. Genau, nicht mal im regulären PTU. Wobei sie gesagt haben, eigentlich wollten sie es schon letztes Wochenende machen. Wahrscheinlich wird es jetzt gegen Ende der Woche sein. Ja, höchstwahrscheinlich. Also im Grunde genommen kann man sagen, der Patch läuft schon relativ gut nach Aussagen der Entwickler. Aber es wird momentan noch mehr darauf geachtet, spezielle Dinge zu testen, als es jetzt ein breites Testerpublikum braucht. Darum müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber wir hoffen halt, Ende der Woche wird es dann was. Ja. Auf jeden Fall live, das ist das Hauptziel, soll es natürlich vor der Gamescom geschaltet werden. Genau, richtig. Denn ihr sollt ihn ja auch auf der Gamescom erleben können, wenn ihr nämlich da hingeht. Das war also schon unser schnelles Hot Topic heute. Kurzes Update. Ein kleines Update und wir gehen jetzt dann in die Weekly Updates mit Around the Verse. Ja, und Around the Verse, wer letzte Woche noch nicht den Bericht gesehen hat und es noch nicht mitbekommen hat, Around the Verse wurde etwas umstrukturiert, genauso wie Reverse the Verse. Beide befassen sich jetzt mehr mit einem Studio und spezielleren Themen der Entwicklungs-Status. Und ja, dementsprechend diese Woche aus Manchester Foundry 42, Sandy und Chris leiten wieder durch die Show. Sie haben sich mit zwei Hauptthemen befasst. Einmal mit dem Deckungssystem, FPS-Deckungssystem und dem Landungssystem. Genau. Doch bevor wir darauf eingehen, sollten wir vielleicht noch erwähnen, was diesen Monat welches Schiff für alle Subscriber. Ja, richtig, die Subscriber. Ja, denn ihr kriegt jetzt, wenn ihr Subscriber bei RSI seid, das heißt, hilft auch diese ganzen Shows mitzufinanzieren, dann bekommt ihr jetzt pro Monat ein Schiff gratis zum Testen. Letztes Mal war es die Saber und dieses Mal ist es jetzt die Gladius. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr Subscriber seid, in euren Hangar geht und sagt, ich habe eine Gladius, wo kommt die denn her? Die habt ihr jetzt für einen Monat frei zum Testen. Ja, und von da aus gehen wir zu diesen beiden Hauptthemen eben, wobei wir das FPS-Deckungssystem besprechen wir im Rahmen von Reverse the Verse, weil da noch mehr Infos kamen. Wir haben jetzt erstmal das neue Landesystem, das geplante neue Landesystem vor uns. Ja, und was ist eigentlich das Stichwort intuitiver? Ja, Intuition, wie schön aus dem Bauch heraus soll das funktionieren mit dem Landen, was sehr gut ist, denn ich kann nur von mir sprechen, also richtig Landeprofi bin ich noch nicht. Auf jeden Fall soll es das Ganze intuitiver werden. Sie haben gesagt, also sobald die Landefahrwerke ausgefahren werden, wird es wohl hoffentlich dann bald so sein, dass der Landemodus automatisch aktiviert wird und dementsprechend auch der Precision Mode automatisch eingeschaltet wird, was natürlich sehr günstig ist, damit man da nicht hin und her schalten muss. Das ist nämlich genau der Punkt. Wie oft lese ich es im Chat, sehe es bei Port Olisar, wenn die Leute anfangen im Precision Mode und wechseln wollen vom SCM in den Precision und macht zack und dann sind sie im Cruise Speed und volles Brot gegen Port Olisar gedonnert. Das soll dann eben nicht mehr passieren. Außerdem soll es eine viel bessere Einbindung der Markierung geben in die Augmented Reality. Das heißt, verschiedene Landeflächen sollen dann entsprechend angezeigt werden, nämlich auch so, dass es in Zukunft so ist, dass man halt versteckte Landezonen, wie zum Beispiel in einem Krater oder in einem Asteroiden, dass man das halt einfacher finden kann, ohne dass man eine optische Bestätigung braucht. Dafür. Ja, und dann soll es auch später so werden, dass ihr wenn ihr auf bestimmten offiziellen Plattformen landen wollt, dass ihr eine Erlaubnis braucht oder eine Bestätigung. Das Ganze, sobald ihr diese dann habt, wird auch über Augmented Reality euch dann angezeigt und ihr werdet dann den Landepads zugewiesen und dann steht da verfügbar, vielleicht sogar in irgendeiner Farbe, keine Ahnung, grün oder irgendwas, und dann, oder nicht verfügbar, wird dann halt euch direkt angezeigt. Genau, und außerdem ist es eben so, dass ihr nicht nur dann eine Bestätigung braucht, sondern dass es auch von Spaceport zu Spaceport unterschiedlich sein wird, ob ihr überhaupt eine automatische Landung durchführen könnt. Denn bei manchen einfacheren Stationen oder gar verlassenen Outposts wird es eben kein automatisches Landesystem geben, sondern da müsst ihr dann wirklich manuell landen, wohingegen eben höher aus entwickelt
entwickelte Stationen, wie zum Beispiel Port Olisar, wird es immer eine automatische Landung geben können. Da gibt es halt eine Flugkontrolle. Ja. Mhm. Dann haben Sie noch gesagt, dass Sie dementsprechend auch das User-Interface anpassen wollen, überarbeiten wollen mit bestimmten visuellen Elementen. Wie gesagt, wahrscheinlich mit Farben wird euch dann angezeigt, welches Landepad verfügbar ist und welches nicht. Ja. Was haben Sie noch gesagt? Ach genau, dass zum Beispiel man in bestimmten Winkel dann schon landen kann, was auch sehr hilfreich sein wird und die Schiffe sich dementsprechend dann auch anpassen an das Terrain des Planeten und oder an die auszurichten, Landeplattform. Ne? Genau, damit man eben nicht irgendwie mit einem Flügel, weil man so in diesen Krater reinkommt, weil man irgendwie das Schiff verdreht, sondern das soll dann helfen, das Schiff gleichzeitig so zu nivellieren, dass man eben wirklich glatt landen kann. Das ist einer der wichtigsten Änderungen und Sie haben gesagt, wenn alles gut läuft, kommt es dann schon bei Patch 2.5 zu diesen Änderungen. Drücken wir die Daumen. Drücken wir die Daumen, kann man wirklich dazu nur sagen. Ja, also das ist ein großes Update zum neuen Landesystem. Es wird wirklich anders aussehen, als es jetzt bisher der Fall ist. Ich hoffe auch wirklich intuitiver, das wäre wirklich ganz schön. Aber das wird uns dann erwarten. Spätestens Patch 2.6 wird es bringen, 2.5 könnte aber auch schon sein. Ja, und von da aus geht es jetzt weiter zu Shipshape. Ja, Shipshape. Und da wurde ein Schiff vorgestellt, was auch bald in den Verkauf wiederkommen soll. Dazu wird es auch noch ein Voice-Over geben, ne? Denke ich mal, diese Woche wird das noch rausgebracht. Und es geht um die Argo. Ja, das ist ein Utility-Ship, das kleine. Also ohne ein anderes Schiff, so kann man es eigentlich sagen, geht es eigentlich nicht. Ja. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Idris habt, ein Großraumschiff und ihr kommt an bestimmte Orte nicht hin, kein Problem, wenn ihr die Argo dabei habt, dann schickt eure Mannschaft in die Argo, die fliegt dann hin. Oder kann man auch als Frachttransport dann benutzen. Genau. Fracht, das ist drei Varianten gibt es. Fracht gibt es, Personentransport und es gibt auch Bergung und Rettung. Das ist aber, wie gesagt, im Detail gehen wir da nochmal im Voice-Over drauf ein. Guckt mal Ende der Woche hier auf dem Channel, dann habe ich das für euch hochgeladen und dann könnt ihr euch nochmal informieren, ob die Argo für euch das Richtige ist. Aber bitte, bitte denkt dran, es ist wirklich ein Unterstützungsschiff. Es hat keinen Jump Drive, es hat keinen Quantum Drive. All das wird nicht passieren. Ihr braucht also zumindest eine Endeavor oder ähnliches mit einem Hangar, wo ihr sie mitnehmen könnt. Idris oder sowas hat sie sowieso dabei. Also von daher überlegt euch gut, ob ihr die Argo dann haben wollt. Aber mehr dazu dann im Voice-Over. Wir kommen jetzt weiter zu Reverse the Verse. Ja, und da ging es natürlich auch auf das, was um das, was Around the Verse im Grunde genommen vorgestellt hat am Anfang. Nur jetzt gehen wir aufs FPS-System ein, also das Deckungssystem. Ja, das Deckungssystem. Und da sind sie im Prinzip drauf eingegangen, eigentlich auf die Waffenhaltung, die Waffenstellung. Wie wird es sein, wenn ich in einer Ecke Deckung habe? Kann ich dann raustreten aus der Deckung oder nicht? Mhm. Und da fingen sie direkt an, haben gesagt, wenn wir jetzt in die Nähe einer Wand kommen, dann wird es so sein, oder das ist auch schon existent, darauf baut dann dieses Deckungssystem auf, wird sich die Waffe etwas bewegen und ab einem bestimmten Moment wird sie sich anwinkeln und halt, damit sie halt nicht durch die Wand klippt. Ne? Ja. Genau, also das ist jetzt schon verfügbar, das sieht man auch jetzt schon, wenn man an eine Wand rantritt, dass er die Waffe hochnimmt. Dann wird es eben irgendwo sein, dass es einen gewissen Punkt gibt, wo, wenn sie hochgenommen ist, dass man von dort aus quasi in dieses Deckungssystem reingeht. Das heißt, da gibt es verschiedene Modi, was man machen kann. Einmal wirklich blind um die Ecke schießen, sodass man wirklich nicht hinguckt, sondern einfach Deckungsfeuer gibt. Dann wird es die Möglichkeit geben, eben einen Schritt rauszutreten, um abzufeuern. Und dann gibt es, glaube ich, noch die Möglichkeit, dieses sogenannte Slicing the Pie, das heißt, sodass man sich so einlehnt, dass man nur ein ganz kleinen Teil seines Körpers zeigt. Und das sind eben die Elemente, an denen sie jetzt gerade aktuell arbeiten. Also die sollen für Patch 2.6 bereit sein. So. Mit viel Glück. Ja, genau. Richtig. Und es gibt allerdings dazu auch noch ein paar Einschränkungen, die sie dann direkt bei Reverse the Verse gesagt haben. Ja, ne? Und zwar haben sie gesagt, es wird bestimmte Funktionen noch, also Betonung liegt auf noch, nicht geben. Mhm. Zum Beispiel in Zero-G, in der Schwerelosigkeit, wird das Ganze noch nicht so funktionieren. Später vielleicht schon, wäre ja eigentlich ganz cool, wenn sie das irgendwie schaffen könnten. Ja. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, wenn man liegt. Wie ist das, wenn man liegt? Wird auch noch nicht verfügbar sein, aber zumindest ist es ja im Moment schon so, dass man sich rollen kann. Ja. Also das ist schon mal gegeben. Genau. Dann war der nächste Punkt... Leitern, dass man nicht von der Leiter runterfeuern kann. Das soll auch erst später kommen. Das gucken sie sich wirklich später an, dass man eben auf einer Schiffsleiter eben irgendwo hochklettert und von da aus runterschießt. Das geht am Anfang noch nicht. Und außerdem, glaube ich, das gemeinsame Nutzen von Deckungen. Also, dass wirklich zwei Leute an der gleichen Deckung stehen und die unterschiedlich sie nutzen können, das ist am Anfang auch noch nicht geplant. Ja. Ach, und der Gesundheitszustand. Ja, stimmt, richtig. Gerade noch geschmickt. Richtig. Der Gesundheitszustand wird am Anfang auch noch nicht eine Rolle spielen, wobei
könnte ich mir vorstellen, später, wenn das dann implementiert ist, also weiß ich nicht, wenn du jetzt einen gebrochenen Arm hast oder genau. sowas, vielleicht gibt es dann irgendwelche tollen Funktionen, dass das trotzdem geht. Genau, zerschossenen Oberschenkel, sodass genau. du wirklich nur da rumhunken kannst, genau. wie auch immer. Also das sind so Punkte, die werden am Anfang noch nicht da sein, aber man kann sich wirklich trotzdem darauf freuen, dass es ein ganz, ganz anderes oder neues System wird, dass es das Spiel sehr ein Stückchen langsamer machen soll, auch im FPS, so ist es gedacht, ja, dass es ein bisschen taktischer werden soll, als ein reiner First-Person-Shooter normalerweise ist. So natürlich, genau. sich anfühlt, ne? Richtig, das soll, das ist eigentlich der Sinn von diesem Deckungssystem. Ja, und dann haben sie am Ende nochmal erwähnt, Star Marine wird eben jetzt bereit gemacht für Patch 2.6. Eigentlich hatten sie es schon eine ganze Weile vorher deutlich fertig. Eigentlich hatten sie es schon letztes Jahr, meinten sie, ne? Eigentlich waren sie kurz vor der Fertigstellung, haben das aber dann wieder zurückgestellt, weil andere Sachen wichtiger oder mehr Priorität haben. Eine höhere Priorität genau, haben, würde ich jetzt sagen. Genau, richtig. Also von daher freut euch drauf, mit 2.6 soll dann Star Marine kommen und diesmal sieht es gut aus. Diesmal sieht es aus, als wenn wir es wirklich bekommen. Ja, das war, glaube ich, dazu. Ne? Ja, dann sind wir schon beim Spectrum Dispatch. Beim Booty Call. Ja, Working Stiff, so ist der Titel dieser Folge und für alle, die sich schon gefragt haben, wo ist Jester hin? Jester war weg, irgendwo untergetaucht oder tot, man wusste es nicht. Auf jeden Fall ist er wieder da. Und in diesem Spectrum Dispatch wird darauf eingegangen, was er denn so in den letzten Monaten getrieben hat. Der gute Junge, naja, sagen wir es mal so, zwielichtige Gestalt, so würde ich ihn bezeichnen. Ist nicht so richtig dein Favorite, ne? Nee, ist nicht so mein Favorite. Also wenn ich den treffe, also Vorsicht ist geboten. Also der ist, ja, zwielichtig. Ja. Auf jeden Fall behauptet er, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, dass er einen vernünftigen, ehrlichen Job angenommen hat, auf einem Schiff angeheuert hat, wie er diesen denn ausgeführt hat, ob vernünftig, ehrlich und überhaupt, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall danke an dieser Stelle wieder an die Redaktion, SCB-Redaktion. Der Artikel ist auf Deutsch für euch übersetzt. Lest mal rein. Ja, ja, irgendwie haben ja diese Typen auch was Interessantes an sich. Also es ja, lohnt sich schon mal reinzugehen. Richtig, ein Outlaw bester Güte der Mann. Also von daher, alle, die sich dafür interessieren oder gar die Geschichte insgesamt von Jester weiterverfolgen möchten, jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu. Wir haben auch noch einen zweiten. Und zwar diesmal geht es dann aber um einen Galactic Guide. Und zwar von der 36th Squadron. Ja, der Fighter Squadron. Richtig. Mhm. Und ja, das ist das Vorzeigegeschwader der UEE. Darüber gab es, wie gesagt, einen Galactic Guide. Und dieses Vorzeigegeschwader ist deshalb interessant, weil es eigentlich in den letzten 300 Jahren in jeglichen Kampf eigentlich überall involviert war. Wie es dazu kam, wann, wie es gegründet wurde, war gar nicht so glorreich, denn den Ursprung hatte es ja in der gefallenen Olympus. Genau, da gibt es übrigens einen Verweis auch in einem anderen Galactic Guide. Das war ein Battle Carrier, ich glaube ein Bengal Carrier sogar, der so schlecht navigiert wurde von dem jeweiligen Admiral bei der Verfolgung von Piraten, dass er in die Gravitation eines Planeten geraten ist und dann in den Planeten reingezogen wurde und dann machte es Crash und fast alle Leute an Bord waren tot. Man kann übrigens später im Spiel diesen Battle Carrier auch besuchen, da ist jetzt dann eine Siedlung eingerichtet inzwischen. Eine Outlaw-Siedlung selbstverständlich, aber das war sozusagen der Punkt, wo man sagte, okay, wir müssen jetzt zumindest die Leute, die alles richtig gemacht haben damals, die Piloten nämlich, die müssen wir ehren und in dem Sinne wurde dann diese 36. Fighter Squadron auch gegründet. Ja, die waren wie gesagt in jegliche Kriege involviert, gegen die Tevarin, gegen die Vandul. Was sie jetzt im Moment oder in der Zukunft machen, darüber wird so ein bisschen geschwiegen, ist nichts offiziell bekannt. Die einzigen Hinweise, ja, die einzigen Hinweise, die es gibt, also es gibt wöchentliche Verlustlisten und da tauchen halt immer wieder Piloten der 36. Fighter Squadron auf. Also geht man eigentlich davon aus, dass sie im Moment auch in vielen Schlachten involviert sind. So ist es. Schaut mal rein, spannender Galactic Guide, gerade für die Leute, die sich so für Squadron 42 natürlich und für entsprechend diese Karriere als Fighter-Pilot in der UEE interessieren. Sehr, sehr cool gemacht und sehr spannend und wie gesagt, hat schon so Querverlinkungen zu anderen Galactic Guides und Teilen davon. Ja, und von da aus gehen wir dann auch schon zu unseren Videos, die wir gemacht haben und zwar, das erste war ein quasi im Grunde auch ein Galactic Guide, wenn man so will, nämlich ein Loremaker's Guide to the Galaxy, ein Voice-Over zum Nexus-System. Wo wir auch wieder bei Piraten und Outlaw
Ist schon der Fokus gerade drauf, ne? Ja. Warum wohl? Wo kommt das wohl her? Also ein Outlaw-Himmel ist das Nexus-System. Sawyer hat euch ein Voice-Over dazu gemacht. Ja, eigentlich Schauplatz auch einer der spannendsten Verfolgungsjagden. Ja. Stimmt. Keller's Run hat dort stattgefunden. Die Verfolgungsjagd von einem ganz, ganz bekannten, wichtigen Outlaw endete in diesem Nexus-System, nachdem er nämlich durch 5 Systeme von der Advocacy verfolgt wurde, haben sie ihn dann versucht, im Nexus-System zu stellen und hatten dann gemerkt, dass dieses System wirklich zwar offiziell unter UEE-Kontrolle ist, aber sie gar nichts zu sagen haben. Ja. Und sie versuchen es immer noch oder jetzt seit kurzem zumindest unter Kontrolle zu bekommen. Mhm. Also für alle Outlaws ist es auf jeden Fall sicherlich ein Punkt und für alle Outlaw-Jäger wird es auch ein interessanter Punkt sein. Gut, aber dazu kommen wir dann noch. Wie gesagt, schaut mal in den Loremakers rein. Das ist eben ein Voice-Over zum Nexus-System. Wir haben auch das nächste Voice-Over gleich für euch und da ging es um die Misk Reliant. Ja, und die soll mit 2.5 ja, genau. Flight-Ready werden. Und da hast du auch ein kleines, kurzes, feines Voice-Over zu gemacht. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Vor allem geht es um die Flugmodi, so wie dieses Schiff, das hat ja 2 verschiedene, wie die auch im Gameplay angelegt werden am Anfang, wie es später sein wird. Schaut mal rein, ist eine ganz coole Hinter-den-Kulissen-Info. Und wo wir gerade bei Hinter-den-Kulissen waren? Ja, Behind the Scenes. Das lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Da gab es ein Video dazu, auch bei Around the Verse. Und das wurde jetzt auch zusammengefasst. Und da hast du quasi die Ausführungen zugemacht. Ja, das Voice-Over, zu den Schadensauswirkungen auf Großkampfschiffen. Also wenn eure Idris Schaden nimmt, wie wirkt sich das aus? Welche Beleuchtungssysteme werden da aktiviert oder Beleuchtungseffekte, Flares, Lichtstimmungen, atmosphärische Einstellungen? Woran wird da gearbeitet dann, was du auch ganz toll fandst, ne? Hammer. Hammer. Ich kann nur sagen, wirklich, also es geht hier wirklich um katastrophalen Schaden, also sich anzugucken, wenn so ein Schiff entweder abgestürzt ist, auf dem Planeten so rumliegt oder im All treibt als Wrack oder eben wirklich fast 99% Schaden hat, wie sieht es dann an Bord aus? Und es ist eine Atmosphäre, da kann man nur sagen, wenn jetzt dann auch irgendwo ein Alien rumkriecht, ein Predator oder sonst irgendwas, dann Beine in die Hand und weg. Also es ist wirklich abgefahren. Schaut mal da rein, vor allem, weil sie wirklich eben die einzelnen Artists durchgehen, ne? Also derjenige, der insgesamt verantwortlich ist für die ganze Atmosphäre, dann der Lighting Artist, der eben die ganze Beleuchtung macht und diese Partikeleffekte und eben der Audio Designer, der die ganzen, die atmosphärische Sound programmiert und macht und auch so ein bisschen wirklich hinter die Kulissen zeigt, wie ist das eigentlich angelegt, wie sieht sowas eigentlich dann aus in der CryEngine und so. Echt geil, also kann ich nur sagen, schaut mal rein, mich hat's vom Hocker gehauen. Ja. Damit gehen wir dann auch in den Livestream, den du jetzt am Donnerstag machen wirst. Genau. Der wird euch natürlich auch vom Hocker hauen. Am Donnerstag 20.15 Uhr Primetime. Wieder so live auf Twitch wird Sawyer euch durch die Show leiten. Ja. Und Gamescom-Hype, sage ich nur. Ja, genau. Wir gehen auf jeden Fall natürlich auf die Gamescom ein am Donnerstag. Wir werden nochmal Fragen beantworten und wir werden natürlich auch nochmal sehen, dass wir ein bisschen spekulieren, was jetzt so die nächste Zeit bei Star Citizen bringt. Und die Woche drauf sind wir dann auf der Gamescom allesamt. Wiederum eine Woche drauf, könnt ihr euch jetzt schon merken. Ich glaube, es ist, glaube ich, der 25., aber nagelt mich nicht fest. Ja, Donnerstag, also die Woche nach der Gamescom, da sind wir dann alle mal im Livestream, denn da sind wir berichten. Als Team. Genau, und berichten von der Gamescom. Und all unseren Erlebnissen, die wir da hatten. Ja, und von da aus gehen wir dann als allerletztes noch zu Interaction. Interaction. Und wir haben es vorhin schon mal angedeutet, wie gesagt, die Argo wird in den Verkauf kommen. Und ja, wir haben uns gefragt, ist die überhaupt für euch interessant? Oder weil sie jetzt eigentlich nur so ein Beistück ist zu Großkampfschiffen, ist das denn überhaupt was für euch? Ja oder nein? Oder Ja, dann sagt Bescheid. Also ihr könnt wie immer abstimmen auf Google Plus, an dem Voting teilnehmen und uns mal wissen lassen, ob die Argo insgesamt einfach für euch ein spannendes Schiff ist, ob ihr sie auch euch einzeln kaufen wollt, wenn sie dann in den Sale kommt. Oder vielleicht auch im Spiel erspielen wollt später auch. Das ist ja eine Möglichkeit. Also von daher stimmt ab, wir freuen uns darüber. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind durch mit dem SCB-Verse-Report für diese Woche. Wir werden uns jetzt, wie gesagt,
weiter auf die Gamescom vorbereiten und freuen uns aber trotzdem, wenn ihr dranbleibt und es weiter verfolgt. Schaut auch mal bei Twitter und Google Plus und Facebook rein, denn da werden wir immer versuchen, Live-Updates irgendwo zu geben, was wir auf der Gamescom auch machen. Das gehen wir aber nächste Woche noch ein bisschen genauer drauf ein. Genau. Ne? Und von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen. Liked oder disliked die Episode und schreibt uns ein paar nette Kommentare runter. Das freut uns immer besonders. Und in diesem Sinne, wenn ihr uns noch als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr freuen. Also dann, Cecilia und Sawyer verabschieden sich. Bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!